Jo, moin, grüßt euch. Ich wollte mal das nächste Video aufnehmen und wollte die Frage Phantom vs. Vandal klären. Die wird ja sehr, sehr oft gestellt. Ich wollte euch einfach mal die Unterschiede der Waffen erklären und bei welchen Situationen man eher die Phantom pickt und wann pickt man die Vandal. Und ja, damit die Frage geklärt ist und ihr einen schnellen Überblick habt, wann ihr welche Waffe einkaufen solltet. Also, wir schauen uns erstmal die Waffen an. Wir haben die Phantom, wir haben die Vandal. Die Unterschiede oder das Wichtigste, würde ich sagen, ist einfach der Damage. 0 bis 15 Meter sieht man da, ist 156 Damage in den Kopf. Aber dann 15 bis 30 Meter nur noch 140. Und wenn die Gegner komplett equipped sind, was sie ja dann sind, wenn man eine Phantom meistens hat, sind sie kein One-Shot mehr ab 15 Meter. Und bei der Vandal sieht man hier direkt, egal welche Range, der Damage ist immer gleich und Headshot ist immer 160 Damage. Das ist so schon mal der größte Unterschied der beiden Waffen. Ich denke, das wissen auch schon viele, aber vielleicht wusste es der ein oder andere nicht. Deswegen, ich will ja hier genau alles erklären. Dann haben wir noch die Fire Rate. Die Phantom schießt schneller. Da ist die Fire Rate 11 und bei der Vandal nur 9,75. Was haben wir noch? Magazingröße, Phantom hat 5 Schuss mehr, 30 Schuss, Vandal nur 25 Schuss. So, und dann hat die Phantom noch einen extra. Sie hat nämlich einen Schalldämpfer auf der Waffe. So, sie ist ein bisschen schallgedämpft. Und was bringt das direkt noch mit? Was die Phantom halt dann auch nochmal sehr, sehr stark macht. Man hat keine Leuchtspuren der Bullets sozusagen. Man schießt. Zum Beispiel hier liegt eine Smoke, ne? Also gerade in den Situationen, wo irgendwo gesmoked ist. Und man möchte einfach, man weiß ja ungefähr, okay, da hinten ist der Kurzeingang, hier liegt, die machen ihren ganz normalen Go, da liegt ja da meistens eine Smoke. Dann kann man hier rumsteppen und einfach mal durch die Smoke schießen. So, macht man das aber mit der Vandal, sehen die Gegner von hier die Schüsse da aus der Smoke rausfliegen, so, und sehen ungefähr die Richtung und können einfach perfekt zurückbangen. So, und dann hat derjenige, der durch die Smoke schießt, wahrscheinlich sogar einen Nachteil. Mit der Phantom hat man eine gute Chance, dass man nicht zurückgeschossen wird. Beziehungsweise ein leichtes Ziel ist. Das ist auch nochmal der Vorteil der Phantom. Dadurch, dass sie halt schallgedämpft ist. Und das steht unten bei Feature. Tracers not visible to enemies. So, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, was man wissen sollte zwischen den beiden Waffen. So, und jetzt sage ich euch noch, in welchen Situationen man die Vandal und wann die Phantom einsetzt. Insgesamt würde ich sagen, Phantom als Defenders und Vandal ist eine gute Attacker-Waffe. Erkläre ich euch auch noch warum. Warum ist das so? Mit der Phantom deckst du halt einfach nur ab, beziehungsweise als Defenders deckst du halt einfach nur ab. Und dadurch kann man die Phantom halt ganz gut spielen. Du kannst dir halt immer eine gute Pose suchen, wo du auf dieser 15-Meter-Range bist, dass du die Gegner one-shottest. Sagen wir mal, du deckst Lamps ab. Du machst erstmal hier deinen ganzen Stuff. Sagen wir mal, du bist Cypher, baust dir irgendwo dein Setup auf. Oder du bist Omen, hast da oben drauf gesmoked und spielst, keine Ahnung, von hier close dann. Oder du spielst trotzdem von Lems und hast nur One-Way-Fake. So, und wenn du Lems halt dann spielst, weißt du, okay, kannst ja auch pingen, da siehst du dann immer die Range, 11 Meter. Du weißt, wenn du hier jetzt deckst und die kommen jetzt hier gerusht mit mehreren Leuten, kannst du sie einfach one-shotten, weil es halt diese 15-Meter-Range ist. Und das weißt du halt nicht, wenn du jetzt Attacker bist, ich wechsle jetzt mal die Waffe zu Vandal direkt. Wenn du jetzt Attacker bist, weißt du nie, was du für ein Duell hast. Als Defender weißt du, dass du da abdeckst und dort die Gegner von hier kommen und die den Spot einnehmen wollen. Als Attacker ist es eher so, okay, kommt jetzt hier wer gepusht, weißt du nicht, wird gecheckt, dann hast du ein Close-Distance-Duell so ungefähr. Kann aber auch sein, dass hier gar keine Offensive ist und die nur einen Lamp-Spieler haben, der auch gerne mal so ein bisschen auf Duell geht. Und dann ist natürlich die Vandal gut gegen ihn. Weil wenn er sich da zeigt und du ihn gut triffst, ist er halt einfach tot. Hast du die Phantom, zeigt er sich da kurz, du hittest ihn auch, gibst ihm sogar einen Headshot, aber er kommt nochmal weg und wird vielleicht von Sage gehealt. Ist halt kein One-Shot. Mit der Vandal kannst du als Attacker dadurch halt immer gut irgendwie die Runde eröffnen. Und das möchtest du ja als Attacker. Du willst ja irgendwo den First Track ziehen. So, das ist halt der Vorteil an der Vandal. Das heißt, man kann sich merken, hast du jetzt ein Long-Distance-Duell? Das geht halt auch als, als Defenders, deswegen muss man immer schauen, was man für einen Move macht. Dann eher die Vandal. Deckst du einfach nur ab oder weißt du, sogar das geht auch teilweise als Attacker. Kommt auch ein bisschen auf die Map drauf an. Sagen wir mal, du spielst Split und du nimmst die Mitte ein. Dann bankst du die Ice Wall auf, die da meistens steht, und du gehst Richtung Heaven. Und das Heaven-Duell mit Phantom und allgemein, Split ist halt ziemlich eng, die ganzen Gänge. Da ist die Phantom halt auch nicht schlecht. Aber natürlich auch die Vandal, so oder so. Du hast ja auch auf jeder Map deine Long-Range-Duelle. Aber es gibt manche Maps, da ist die Phantom auch ganz gut als Attack. Also einfach immer darauf achten, hat man viele Long-Range-Duelle oder deckst du jetzt ab als Defender und hast eine Close-Distance-Posi, wie hier. Oder aber auch zum Beispiel Showers da vorne, du hockst da und wartest, bis Leute Showers rauskommen. Oder du bist hier und du deckst jetzt mal komplett Hooker ab von der Kiste oder von hier. Dann sind das halt immer deine 15 Meter, die du halt haben willst. So, auch das Ping solltet ihr euch eh binden auf eine Taste. Ich zeig's mal ganz schnell, auch in dem Video. Das ist bei Controls, Communication und dann hier Ping. Einfach auf irgendeine, am besten irgendwo auf die Maus binden. Weil ihr dadurch nämlich immer auch die perfekte Range für euch seht. Sagen wir mal, ich stehe hier ganz hinten an der Wand und pinge da, dann sind das 17 Meter und ich decke von hier ab und die kommen raus. Was ist jetzt der große Unterschied, ob ich jetzt hier stehe oder ich gehe noch einen Schritt vor und bin dann hier so ein bisschen geduckt oder so? Und schon sind es 12 Meter. Dafür, wenn jetzt lang was rauskommt, gewinnst du das Duell eher, weil es One-Shot ist. Stehst du ganz hinten und es sind diese 16 oder halt so knapp drüber, es ist halt genau diese Range und dort hinten läuft wer lang, dann ist es halt kein One-Shot mehr und dann ist das Duell schwerer zu gewinnen. Bist ein bisschen weiter vorne und probierst das Duell von hier einzugehen, kannst du ihn sofort One-Shotten und die Chance ist viel, viel höher, dass du ihn holst, weil er halt diesen Headshot nicht überlebt. Er braucht halt nur einen Schuss anstatt zwei. Und dadurch kannst du auch viel mehr Leute aufhalten, gerade wenn die jetzt zu zweit rauswaschen. Klar, einen kann man immer mal umsprayen, wenn du ihm einen Headshot gibst und dann noch einen Hit. Aber was ist, wenn jetzt hier drei Leute rauswaschen und die haben ihren Go gemacht, die haben irgendwo einen Reveal gemacht, der dann kaputt geschossen wurde von dem Hinterspot-Spieler und die naden Hinterspot und die haben da gesmoked und dann auch wollen da auch wallen und sowas und du bist derjenige, der hier unten drunter ist und die abdeckst. Dann bringt es nichts, irgendwie weit weg zu sein und so abzuzielen, weil halt diese Range nicht, diese 15 Meter Range nicht da ist, wenn du eine Phantom hast. Deswegen dann lieber hier so in Bewegung ready sein. Und dann kommen die raus, dann fängst du an zu sprayen. Und wenn du Glück hast, holst du den ersten direkt mit Headshot, der ist halt dann One-Shot. Und mit etwas Glück rennen die nächsten dann auch raus, weil die dann refraggen wollen. Der Mate ist tot, die wollen dich refraggen und rennen auch noch in deinen Schuss rein und fallen ja auch direkt um. Es ist super schwer, eine Phantom zu pushen, wenn es Close Distance ist. Weil sie halt dich sofort, gerade wenn die in die Schüsse reinrennen, sofort One-Shotten. Klar kann man jetzt sagen, okay, geht ja mit der Vandal auch, Close Distance. Aber wie gesagt, die Vandal ist schwerer zu kontrollieren, das Dauerfeuer. Und die Fire Rate ist halt langsamer. Da ist dann so eine Waffe hier besser. Nice, Mann, sehr schnell. Nice. Nice. Oh. Einer oben auf der Kiste, 80 HP. Einer ist links im Eck. Warte, warte, ich töte den, warte. So, jetzt zeige ich euch ein Tutorial, wie man Leute durch Smoke killt. Hier. Und das sind eigentlich so alle Punkte, die man wissen muss. Und dann kann man das halt immer so entscheiden, welche Waffe jetzt Sinn macht in der Situation. Welche Posi spielt man, was für einen Agenten spielt man auch. Beispiel jetzt Cypher. Nochmal. Agenten ist halt das Wichtige. Okay. Spiele ich eher defensiv mit dem Agenten? Oder spiele ich, sagen wir mal, Phoenix, flash mir da um die Ecke und ziehe auch mal lang runter oder so? Als Beispiel jetzt nur. Mit Cypher ist halt oft so, du baust dir dein Setup auf. Hier eine Cage oder so, da ein Cage, dann hier eine Wire und so weiter und so fort. Und du deckst von mir aus von Elbow, da ist es auch ganz egal, ob du jetzt ein Long-Range-Duell hast oder nicht. Weil du schießt die Leute ja eh dann ab, wenn sie von der Falle aufgedeckt sind. Und du schießt die dann halt ab, wenn du... Du bist höchstwahrscheinlich im Elbow gesmoked. Oder auch, wenn du hier am Spot bist, du machst dir selber dein Cage auf. Die Leute laufen da irgendwie in die Wire rein. Du schießt hier durch den Cage durch und die Leute können halt wieder, was ich ja vorhin schon meinte, nicht sofort sehen oder nicht so gut sehen, von wo derjenige schießt. Weil er halt die Phantom hat und dort keine Leuchtspuren vorhanden sind. Bist du hier hinter und du machst dein Setup hier mit Cypher und du machst dein Cage auf und der ist in der Wire gefangen und du ballerst hier mit so einer lauten Vandal rum, wo du Leuchtspuren und alles siehst, können sie dich, kann der vielleicht noch irgendwie in Hooker hier oben drin ist, sieht, dass von da einer schießt und diese Leuchtspuren da so langkommen und er kann halt irgendwie, und gerade auch, weil er die Vandal ganz gut hört, zurückschießen und killt dich vielleicht. Das ist mit der Phantom viel, viel geringer, die Chance sozusagen, dass er dich holt. Das heißt, spielst du Cypher, spielst du, oder auch zum Beispiel Sova und du bist Defenders oder irgendwie ein Smoker, ist die Phantom halt so oder so immer richtig, richtig gut. Weil du halt oft durch deine Smoke schießt. Und da sollen die Gegner nicht sofort wissen, von wo kamen die Schüsse. Ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte, die ich jetzt erzählt habe. Und ich hoffe, das hat euch geholfen so. Dass ihr euch leichter entscheiden könnt. Grob kann man halt einfach sagen, Vandal, Attacker-Seite, Phantom, Defender-Seite. Also, danke fürs Zuschauen. Über ein Like bzw. Kommentar würde ich mich freuen, falls ihr wieder Verbesserungsvorschläge habt zu dem Video. Oder euch das Video gut geholfen hat. Und ja, danke fürs Zuschauen, würde ich sagen. Macht's gut. Bis dann.